Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute aus dem Studio Dresden. Schön, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Mobilfunk entwickelt sich zunehmend zu einer wahren Epidemiegefahr. Dass dies nicht nur eine Behauptung ist, verdeutlicht folgender Schicksalsschlag. 1997 wurde eine Mobilfunkantenne von T-Mobile neben einem Bauernhof im bayerischen Oettingen errichtet. Schon ein Jahr später, 1998, blieben Schwalben und Zugvögel weg. Innerhalb von 8 Jahren starben von insgesamt 80 Kühen 13 Tiere an Immunschwäche. Es folgten außerdem 14 Totgeburten und 41 Frühabgänge im 3. und 4. Monat. Insgesamt betrug der Schaden rund 50.000 Euro. Der Amtstierarzt jedoch fand keine Ursachen. Eine Kontaktaufnahme mit dem bayerischen Umweltministerium blieb erfolglos. Die Wissenschaftler Professor Löscher, Professor Klee und Dr. Wenzel warnen. Wir gehen mit einer gefährlichen Geschichte um. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Mobilfunkstrahlung und dem Fehlverhalten der Rinder. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis sich eine wahre Epidemie unter uns Menschen bahnbrechen wird, und zwar die Epidemie der Funkstrahlenschädigung. Welche Folgen digitaler Funk bereits verursacht hat, werden die nun folgenden Tagesnachrichten zeigen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe an meine Kollegin. Hallo und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Heute mit dem Thema ADHS und der digitale Funk entwickeln sich parallel. Die Meldungen über die Zunahme von ADHS bei Kindern und Jugendlichen reißen nicht ab. Wie aus dem Arztreport 2013 der Krankenkasse Barmer hervorgeht, stieg zwischen 2006 und 2011 die Zahl der unter 19-jährigen ADHS-Betroffenen um 42% an. Rund 620.000 Kinder und Jugendliche hatten 2011 laut ärztlicher Diagnose das sogenannte Zappel-Philipp-Syndrom. 472.000 davon waren Jungen. Parallel zu dieser Entwicklung hat auch die digitale Funktechnik in allen Lebensbereichen rasant zugenommen. Fast jedes Kind gilt heute als Passiv-Telefonierer oder Passiv-WLAN-Surfer, da in nahezu jedem Haushalt ein Schnurrlaustelefon, ein oder mehrere Handys sowie WLAN-Router eingesetzt werden. Die Strahlenbelastungen, die von außen in die Häuser kommen, nehmen ebenso zu, zum Beispiel durch den Ausbau des Mobilfunknetzes, den Neubau von 4 LTE-Netzen und einem Tetranetz, die Umstellung auf digitales Radio DAB und digitales Fernsehen DVB-T. Mehrere Studien haben diesen Zusammenhang bestätigt. Erschreckend dabei ist, dass die Strahlenbelastung bei Schwangeren auch schon auf die Ungeborenen Auswirkungen hat. Der bekannte Physiker Albert Einstein gab Folgendes zu bedenken: Ich fürchte den Tag, an dem die Technologie unsere Menschlichkeit überholt. Die Welt wird dann eine Generation von Idioten sein. Nicht nur durch die Technologie ist unser Menschsein gefährdet. Medien Klagemauer hat es sich zur Aufgabe gesetzt, darüber aufzuklären. Helfen auch Sie mit, indem Sie zum Beispiel Klagemauer TV an Ihre Verwandten und Freunde weiterempfehlen. Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Im Jahre 1995 wurde in Deutschland bei 5000 Kindern angebliche Hyperaktivität diagnostiziert. Es handelt sich um das sogenannte ADHS. Vor 3 Jahren waren es bereits 500.000 Kinder und Jugendliche, nur schon allein in Deutschland. ADHS wird jedoch mit der Psychodroge Ritalin therapiert. Das ist für die Pharmaindustrie ein Millionengewinn. Dieser rasante Anstieg an ADHS-erkrankten Kindern kann daher kein Zufall sein. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.